zurück sind mit einer weiteren Folge von DZ4. Ja, wir sind heute im Weltcup-Finale in Planica. Ja, das war die Qualifikation, die ihr noch kurz gesehen habt. Und wir sind jetzt hier mit 42 Springern, da zwei sich über den Weg des Hinfallens quasi qualifiziert haben. Und ja, wir haben eine krasse Qualifikation mit vielen, vielen weiten Sprüngen gesehen. Und wir haben jetzt einen intensive zwei Durchgänge mit 40, 42 und 30 Springern bei ungefähr einem Meter Aufwind. Und wir werden sehen, wer heute die Kugel abholt. Beziehungsweise schon mal die Vorentscheidung eventuell sogar tatsächlich. Wir werden sehen. Angefangen mit Kevin Bickner erstmal, der hier gleich mal ein ordentliches Pfund vorlegt. 225,5 Meter von Kevin Bickner. Das war schon mal eine ordentliche, ordentliche Vorlage. Mal schauen, ob da jemand gleich mithalten kann. Zum Beispiel Antonin Hayek. Also in der Qualifikation haben wir schon teilweise 220 Meter zur Qualifikation gebraucht für diesen Bewerb hier. Nur die Creme de la Creme hier. Und es geht weiter, wo wir aufgehört haben quasi. 226,5 Meter jetzt für Antonin Hayek gleich zu Beginn dieses ersten Durchgangs. Das ist schon mal Wahnsinn. Wir werden sehen, was da noch so fällt jetzt hier an Weiten. Seo Choi jetzt, der war vielleicht nicht so gut wie die anderen. Der geht vielleicht ein bisschen um die Hillsides. Ja. 217, Ring 3, naja. Aber neben weiten Sprüngen muss ja auch manchmal ein paar kürzere geben, ne? So, Dusty Korek. Auch er ein bisschen zu spät. Es wird gleich mal ordentlich, ordentlich zurück sein. Wahrscheinlich und auf jeden Fall auch nicht qualifiziert sein, denn es scheinen hier nur 12 aus. Und im zweiten Durchgang sind dann 30 noch vertreten von den 42 hier. Jakawala. Also man muss hier ordentlich raushauen. Man sieht schon, selbst den habe ich jetzt nicht mal mit normalen Mitteln gestanden, da er leider gestürzt ist. Wird sich also auch qualifizieren, also werden wir wahrscheinlich 31 schon mal im zweiten Durchgang sehen. Außer es werden natürlich noch mehr, dann wir werden sehen. Wir werden sehen, was, wie, wo, wann und wer. Kento Sakoyama jetzt. Ach, eher hoch. Hier runter, aber nicht so weit wie die anderen. 225 Meter Rang 3 ist trotzdem noch eine sehr starke Weite. Rünewelter. Wir werden gucken. Wo geht's mit ihm hin? Er wird auch eher im hinteren Bereich des Feldes sein. Also sprich ausscheiden. Auch er. Kein zweiter Durchgang, kann man jetzt schon mal sagen. Piotr Schiller. Wind eher nicht aufwindmäßig gerade, aber das sollte eigentlich ihn nicht hindern. Wenn er den Absprung erwischt, ich meine, er hat den Absprung jetzt hier nicht erwischt, ist er... nee, wird nichts, auch nichts. Da hilft selbst der zum Schluss gedrehte Wind nichts mehr. Da war einfach nicht mehr möglich jetzt gerade, weil er den halt eben versemmelt hat, den Absprung. Jan Matura hat so, war leicht zu spät auch und man merkt es auch hier in der Weite. 215 Meter, Rang 5. Jetzt kommt William Rhodes, der Aufwind ist so ein bisschen weg hier jetzt tatsächlich und jetzt haben wir Seitenwind bei ihm. Mal schauen, inwiefern jetzt das den Flüge, die weiteren beeinflussen wird. Ja. Ich wollte sagen, nicht allzu besonders, aber ihn hat sie auch hingelegt. Jetzt hier schon wieder der zweite, 225,5, schade drum. Wäre da ganz, ganz vorne mit dabei gewesen auch und das stockt natürlich den zweiten Durchgang auf, aber ich glaube, das schadet gar nicht tatsächlich. Radik Schaparov. Ah, natürlich, wie immer, wir wollen Stürze natürlich vermeiden, so gut es geht. Hier Radik Schaparov, 215,5 Meter. Ja, ist halt auch da, ne? Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Lars Antonis jetzt. Auch er zu spät. Also jetzt ist gerade wieder jeder zu spät. Aber bei ihm war es jetzt hier gerade extra, extra spät. Tatsächlich 188,5. Tja, jetzt Stefan Laie. Hier muss ich mich tatsächlich schon etwas vorher immer konzentrieren auf den Absprung, dass ich hier dann auch gut erwische. Was ist denn jetzt los? Jetzt kann ich auf einmal keinen weiten Sprung mehr stehen. 224,5. Sturz. Mann, das heißt, wir sind 33 schon mal, mindestens. 34 tatsächlich wahrscheinlich sogar. Naja, Marat Schaparov.
216 Meter, auch nicht viel besser. Ah ne, wir sind 33. Ich weiß nicht, wo das 34 herkommt. Ah gut. Davide Bresadola. Wie wird es bei ihm laufen? Wir werden es sehen. Auch er erwischt den Absprung nicht mehr so, wie es sein sollte. Letzten Nummer die so 215-mäßige Weite hier. Das heißt, es könnte der eine oder andere mit einer 215er Weite sich tatsächlich qualifizieren, da auch viele hier hingefallen sind schon. Naja. Eine Freude habe ich eigentlich nicht damit. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit Severin Freund gleich. Tatsächlich ist es gerade in der Luft hier. Sehr schön. 229,5 Meter, das hatten wir tatsächlich im ersten Durchgang schon. Die Führung hat auch sehr, sehr lang gehalten. Mal schauen, wie lang diese Führung hier jetzt hält mit 229,5. Magnus Kraus gleich der nächste Deutsche hier hinterher. Der hat das erste Springen gewonnen diese Saison, dann ist es nur mehr noch bergab gegangen für ihn. Schauen, ob er einen schönen Abschluss zumindest schaffen kann. Er wird auf jeden Fall im zweiten Durchgang sein. Er hat 224 Meter, ist voll noch im Kampf um den ersten Platz und ist im Moment auf Rang 5. Also gute Voraussetzungen hier für den zweiten Durchgang. David Kubacki. Ich glaube, er ist schon mit dabei tatsächlich. Aber wenn jetzt noch jeder besser ist, ist er 30. Aber das wird nichts passieren. Hier jetzt David Kubacki, 224,5 Meter, Rang 5. So ein paar Meter sind da halt noch drinnen beim Paar. Sebastian Coloredo jetzt schon in der Luft, der nächste. Auch er ist in der Qualifikation sehr weit geflogen, ist aber leider gestürzt. Und hier ein bisschen kürzer ist in der Qualifikation, noch 226 Meter hier, Rang 4. Auch eine sehr gute Leistung. Harry Olli. Ja, wie schon in der Qualifikation gesagt. So hat man ihn nicht oft gesehen. Im echten Weltcup. Und hier war er auch eher oder weniger, hat sich so angeschlichen. Mal in die Top 10 und dann ist er wieder quasi zurückgefallen. Aber hier ist auch eine gute Leistung, 224 Meter ebenfalls für ihn, wie schon die eine oder andere vor. Wir haben hier so mehr oder weniger gerade eine dreischichtige Liga, die unter der Hilsa sind, die knapp über der Hilsa sind, dann die über 224 sind. Also um die 225, sagen wir mal so, sind. Also ganz komisch hier gerade. Wladimir Zograwski, also mal schauen, wie er sich schlägt. Vielleicht kann er das so ein bisschen dem Schema hier ausbrechen, das hier gerade ist. Nee, anscheinend nicht. 42,5, Rang 5. Trotzdem noch nicht Exequo. Keine Exequo-Position bis jetzt, nicht schlecht. Stefan Kraft. Nach ihm kommen dann noch 20, genau. Mal schauen, wie es bei ihm läuft. Oh, auch eine gute Leistung. Die ersten 10 sind somit schon mal qualifiziert. 226 Meter. Die ersten 10 bis inklusive Marinus Kraus sind schon mal qualifiziert. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch solche Leute mit dabei sein, die hier 217 haben. Oder also hier von den 215er bis 217. Habe ich gemeint, die werden aber extremen Rückstand haben, um hier nochmal irgendwas reißen zu können. Also, naja. Durch den ein oder anderen nicht so guten Absprung, sagen wir halt mal so. Und gestürzt natürlich auch. Johann André Vorfang hier. Auch alle so, die hier gut die Leistung bringen, um die 225 Meter hier, 225,5 von Johann André Vorfang. Und natürlich gibt es dann auch noch einen, der den sehr gut erwischt hat. Also es, oder naja, sagen wir es auch mal, noch besser sehr gut erwischt hat. Weil da gibt es dann nochmal feine Unterschiede tatsächlich so. Mit 2 Meter Aufwind wäre das sicher der erste Staatsrekordverdächtiger Sprung gewesen. Für mich wahrscheinlich. Wer ist jetzt hier gerade gesprungen? Simon Ammann, 223 Meter, sogar ein bisschen kürzer mal. Wird aber, ist aber auch mit dabei, also kein Problem hier. Markus Eisenbichler. Auch er, mal schauen, wie er sich schlägt. Zwischen 215 und 223 ist viel Platz. 222, Rang 13, da platziert er sich genau dazwischen auch, wie ich schon angekündigt hatte. Naja. Zumindest wird das jetzt auch gefüllt. Vesode Komp. Das war ein super Absprung eigentlich. Mal schauen, wie jetzt die Luftfahrt so ist. Ja, nicht ganz hundertprozentig perfekt tatsächlich. Aber trotzdem 225,5, aber ich bin mit solchen Flügen gar nicht mehr zufrieden tatsächlich. Weil ich die Fehler halt alle sehe.
Lukas Schlabber. Ja, ein bisschen schief rausgekommen und der wird wohl kämpfen müssen. Ah, er kommt, hat sich wieder so ein bisschen gerettet dann in der Luft. 224,5 Meter, Rang 13, ist auf jeden Fall auch mit von der Partie im zweiten Durchgang. Pascal Kehlin. Na, ja, mal gucken, wie es ihm ergeht. Ah, auch hoch oben rausgekommen, kommt aber nicht so hundertprozentig ins Fliegen. Und stürzt dann. Damit ist dann auch Seo Choi mit dabei im zweiten Durchgang. Das heißt, es musste kommen. Dann haben wir halt 34 Leute im zweiten Durchgang anscheinend. Mittlerweile. So, das ist Janne Ahonen. Das erkenne ich vom Random Dress, den ich ihm gegeben habe. Für ihn 220, genau, Rang 16. So, jetzt kommt Manuel Poppinger, dem eigentlich die Top 10 diese Saison leider nie vergönnt waren. Trotz der ein oder anderen Podestplatzierung in dieser Saison. Mal schauen, ob wie er sich verabschiedet diese Saison. Sehr guter Sprung, 231 Meter, das ist die Führung für Manuel Poppinger. Sehr, sehr gut, da kann man nur großes Lob aussprechen. Hier 231 zu springen bei diesen Bedingungen. Nesh Deschmann. Hashtag Selbstloben. Hashtag Selbstlob stinkt. Wie auch immer. Nesh Deschmann 210,5, Rang 24. Jarne Damian jetzt. Auch er kommt jetzt hier hoch raus bei seinem Heimfliegen. 230er wird es nicht gehen, aber der war auch nicht so schlecht. Aber leider auch für ihn hingefallen. Wir haben mittlerweile schon 5 Leute, die extra noch im zweiten Durchgang sein werden. Ja, ist leider ein bisschen schade, aber dass ich so oft herfalle. Aber hey, haben wir halt ein bisschen mehr Auswahl und ein bisschen mehr Action nochmal im zweiten Durchgang. Gregor Deschwanden. Mal schauen, die besten 10 sind schon unterwegs in der Luft hier. Wie läuft es bei ihm? 223 Meter, Rang 14. Er ist auf jeden Fall mit dabei. Mittelfeld zwar nur, aber hey, dabei. Ist dabei. Keins doch. Auch er etwas spät den Absprung erwischt. 216,5, Rang 24 wird wahrscheinlich nichts werden. Wie gesagt, aber dafür ist jetzt Radik Schaparov mit dabei. Nariaki Kasai. Was passiert? Was gelingt? Wir werden sehen. Ein bisschen früh tatsächlich gewesen, aber ist noch immer besser als zu spät. Und er kommt auch über die 220er Marke. 221 Meter, sehr gute Noten. Rang 14. Anders Schwannemehl. Wo wird er landen? Das ist die Frage. Das ist die Preisfrage heute. Kann er die Führung von Manuel Poppinger angreifen? Nee. Kann nicht. 226 Meter. Rang 9 ist trotzdem eine sehr gute Leistung. Keine Frage. Robert Kranitsch. Auch eher heimfliegen. Oh, da bin ich auch an die Zoom-Taste gekommen. Ich habe noch eine extra Zoom-Taste an der Maus. Die normalerweise mir nicht viel Glück bringt. Auch hier nicht. 228 Meter Sturz. Also schade, schade, schade. Aber es ist halt so. Und damit qualifizieren sich halt immer mehr. Was will ich machen? Ich habe mich wahrscheinlich mittlerweile schon mehr qualifiziert, als ich gedacht habe. Aber naja. So, wir sind jetzt schon mittendrin um den Weltcup-Sieg. Ilmir Hatsedinov ist, glaube ich, schon tatsächlich draußen aus dem Rennen. Ja, nach der Leistung sowieso jetzt, nach dem Sturz hier. So, 4 Leute noch. Das heißt, bis inklusive kam jetzt doch tatsächlich. Also ist hier so richtig großer Abstand. Aber naja, das ist dem Machen. Es passiert halt und beim Fliegen, wenn man komplett an die Grenzen geht, passiert das halt mal, ne? Kann man nichts machen. Okay, schon langsam geht's an die Weltcup-Entscheidung. Angefangen wird hier jetzt mit Martin Nomme. Mal schauen, wer sich abkapselt vor der Weltcup-Entscheidung und wer noch die Chancen hat zu gewinnen. Martin Nomme muss sowieso riskieren, Martin Nomme muss fast gewinnen und die anderen keine Punkte machen. Er legt schon mal ordentlich vor, 228 Meter, Rang 1. Ah, Rang 2, sorry.
Jetzt mal einen fetten direkt danach. Ich bin ein bisschen ruhiger kurz vor dem Absprung jetzt, weil wenn ich mich da verhaspel, dann... Ja, wäre halt der Spannung wegen schade. Weil dann ist schon etwas vorentschieden. Mann, Fettner kann nicht mithalten. Schauen wir mal, wie es Shoei Tochimoto geht. Der nächste, der jetzt gleich runter darf. Muss ich wieder stoppen, weil, wie gesagt... der geht weit. Auch er an die 230 ran. 230 Meter, Rang 2. Also man sieht, zwei von den dreien bis jetzt. Zweiter und dritter. Mal schauen, was jetzt Michi Heiböch macht. Auch er muss jetzt ganz weit vorne sein. Ja, nicht ganz vorne, aber Rang 5. Damit wäre im Moment Shohei Tochimoto tatsächlich Erster und Gewinner des Gesamtweltcups, denn er hat nur 20 Punkte Rückstand und die hat er auf Michi Heiböck. Also mal sehen, wie es läuft. Im Moment ist Manuel Fettner da ein bisschen draußen aus dem Kampf. Er ist, glaube ich, so um die 7 Punkte hinten. Ja, ungefähr. Ja, Martin Omme im Moment, naja, gut. Dritter wird ihm nicht großartig helfen, aber Shohei Tochimoto führt, glaube ich, nach aktueller Gesamtwertung den Gesamtweltcup an vor Michi Heiböck, Martin Omme und Manuel Fettner. Also, das wird nochmal ganz, ganz knapp werden. So, hier sehen wir nochmal die drei besten Sprünge des ersten Durchgangs, angefangen mit Martin Omme, der hier gleich mal 228,5 Meter hingelegt hat. Sehr gute... Weite auch 228 Meter hier. Dann haben wir Shohei Tochimoto, der hier auch eine sehr gute Leistung hingelegt hat. In Form von 230 Metern. Aber einer war noch weiter und das war Manuel Poppinger, der hier mit 231 Meter hier in Führung liegt und mit diesem verdienten Flug. Also ganz ehrlich sagen, es war einer der besten Sprünge hier bei dem Wind, den man sich wünschen kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin fliegt schon brav weiter. Eine sehr hohe Qualifikationsweite sehen, da ich jetzt quasi durch das Ganze... siehst du was? Zwei am Leben, also irgendwie müssen noch zwei gammeln.